Hallo und willkommen, meine Freunde, zu King of Retail. So, wir haben soweit alles in den Griff bekommen. Ich habe jetzt etliche Tage gebraucht. Ihr seht, meine Kohle ist fast unten. Ich habe kranke Mitarbeiter. Hier die Mitarbeiter, da kümmern wir uns jetzt zuerst mal rum. Also ich habe es jetzt in den Griff bekommen, unsere ganzen Mitarbeiter hier und unsere Sportgeschichte. Ich muss jetzt nur mal eben schnell hier ein paar Punkte vergeben. So, den haben wir schon, dann können wir den demnächst woanders einsetzen, nämlich Nachschub wollen wir den mal reinsetzen. Ne? Pass mal auf, dann machen wir den Toni, den Toni schicken wir dann zum Kurs. Komm Toni, du gehst mal zum Kursus. Du bist zwar jetzt Spitzenverkäufer, aber ich brauche jetzt auch noch jemand für den Nachschub. Ne, Nachschub kannst du eigentlich schon, das ist schon mal gut. Dann geht der Toni heute zum Nachschub, weil den müssen wir da weiter ausbilden. Ja, sie geht in den Verkauf wieder. Achso, wir wollten ja eben gucken hier, was wir denn sonst noch haben. Die Kirsten, ne? Die ist eigentlich auch schon fast gut ausgebildet, würde ich schon mal behaupten. Ah, die kann noch mal zwei Pünktchen machen, die Kirsten. Und die geht in den Verkauf, so wie ich sehe. Ja, die geht in den Verkauf. Toni geht in Nachschub. Aline kann, glaube ich, nicht mehr aufsteigen. Ne? Aline ist Marketing-Expertin. Aber wir sind ja dran, die an der Kasse, oder wir könnten die an der Kasse mal setzen. Oder auf Verkauf. Ne? So, bei mir soll ja jeder alles können. Der Marius ist krank und die Lina, was hat die denn gelernt? Beziehungsweise Kasse konnte die komplett und ich glaube, die ist jetzt im Verkauf dran. Ne? Oh, die brauchen wir dringend eine Gehaltserhöhung. Die gute Frau braucht mal dringend eine Gehaltserhöhung. Das ist jetzt, weil ich das die ganze Zeit laufen lassen habe. Dann schicken wir die morgen auf den Kurs. Lassen die jetzt auch mal eben kommen. Die wird mich morgen ansprechen wegen Gehalt. Ne? Okay, dann geht die auf den Kurs und dann sollten wir jetzt ready sein. Sie geht an die Kasse. Aline Marketing. Okay, ich hätte jetzt rein theoretisch... Mir fehlt jetzt ein Verkäufer, ne? Sollen wir mal gucken, ob wir auf dem Markt einen Verkäufer finden? Sollen wir das mal noch schnell machen? Komm, dann gucken wir mal, ob wir hier einen Verkäufer finden. Die Yvonne, da gucken wir uns mal die Yvonne an, was die so kann. Bringt doch Erfahrung bestimmt mit als Verkäuferin, ne? Natürlich nicht Kasse. Okay, hättest du. Ja, Marketing und Dings, okay. Aber die könnte ich nicht gebrauchen eigentlich. Interview abbrechen. Ja, Yvonne, schade. Ich brauche einen Verkäufer gerade im Moment. Wobei du eine gute Kandidatin wärst zum, sag mal schnell, zur Ausbildung. So, ich brauche jemanden für den Verkauf. Sind sie geeignet? Ja, sie sind geeignet. Sehr gut. Kasse können sie auch. Kasse können sie nicht. Marketing brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, komm. Machen wir fortsetzen und dann gucken wir mal, was sie hier so wollen an Geld. Okay, dann fangen wir sie mal an und dann gehen sie morgen mal. Kommt die Lisa morgen in den Verkauf, ne? Die Lisa, wo ist die Lisa? Die hat keinen freien Tag. Die geht morgen in den Verkauf und macht hier ihre Pause. Ne, macht die nicht, die macht hier ihre Pause. Und ich muss um 15 Uhr an die Kasse, ne? Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Ja. Alles klar. Dann starten wir. Ich habe heute noch einiges zu tun mit euch. Ihr seht jetzt den neuen Laden. Er ist noch nicht optimal, aber wir können damit zumindest arbeiten. Warten wir jetzt auf Herbert, dass Herbert kommt. Und tada, hier sind wir drin. Ich habe es jetzt endlich geschafft hier. Schaut mal, unsere Sport- und Freizeitecke. Und hier kommen natürlich noch Haken hin. Hier haben wir noch ein paar Haken. Das wird alles noch. Ich muss erstmal gucken, ob Herbert kommt. Da habe ich schon mal. Ja, da kommt Herbert. Ich habe bestellt. Hinten kommen meine Angestellten. Meine Angestellte, die motzen jetzt immer rum, weil die wollen jetzt richtig viel Geld haben. Ne? Also ist nichts mehr mit großen Gewinnen und so. Weil die alles können. Ne? Aber so kann ich dann immer variieren. Dann macht die mal das, dann das und das und das halt. Ne?
Wobei es natürlich auch nicht sinnvoll ist, weil dann gebe ich die lieber frei den Mitarbeitern. Anstatt wenn ich die jetzt von der Kasse in den Verkauf setze, können die sich nicht erholen, haben die keine Erholungsphase. Ne? Aber ich bin dann halt flexibler darin. So, aber ihr seht, es ist ja eigentlich schon schön aufgeräumt hier alles. Und das macht ja der Dingens, der ist ja gekommen. Ich gehe mal die Pakete auspacken. Moin Aline. So, Mario ist heute krank, wie immer. So, er packt auch mit aus, dann habe ich ihn. Ah ne, er muss ja auspacken. Okay, warte mal. Dann pack du aus. Und dann gucken wir mal, was er mir schon gegeben hat. Denn ich habe neue Produkte bestellt und dann schauen wir mal, ob wir die finden. So, den haben wir. Rot und dann hätten wir den hier. Nehmen wir erstmal den hier. Wo ist der andere? Hat er den schon ausgepackt? Nein, hat er natürlich nicht ausgepackt. Okay, dann nehmen wir hier den schwarzen noch. Machen wir hier. Dann könnte er machen, wie gesagt, er muss ja das lernen. Ah, der packt schon wieder aus. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich weiter einräumen. Vielleicht kriege ich dann irgendwann mal die richtigen paar Schuhe. Oh, der neue Schuh ist schon direkt wieder vergriffen hier. Seht ihr das? So, hier ist er. Wo ist der andere? So, wartet. Der grüne ist hier, ne? Grün hatte ich noch nicht, genau. So, und hier kommt dann der andere hin. Wunderbar. Zack, dann hat er jetzt was zum Einräumen. Und dann kann er in Ruhe einräumen. Wie gesagt, damit macht er ja seine Punkte. Hier hatte ich, glaube ich, auch Shirts für bestellt, genau. Also wir fangen jetzt an, hier Casual mit reinzuhängen. Es geht halt nicht anders. Thanks. Perfekter Artikel. Ja, super. Aber das gehört halt zur Ausbildung dazu. Hier hatte ich, glaube ich, das hier dafür bestellt. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir das schon fast alles, was neu bestellt wurde. Haben wir schon fertig soweit. Jetzt habe ich noch Haken frei. Ne? Also hier habe ich noch 4 Haken frei. Hier habe ich noch 2, sind 6, sind 8. Hey. 10, 12, 14, 16. Ihr seht's, also und hier, wir haben noch genug Sachen und da hinten kommt ja, wenn Saisonartikel kommen, beziehungsweise spezielle Artikel im Angebot sind, dann werden wir die da hinklatschen. Was mich mal interessieren würde, ist, bekomme ich da rein theoretisch einen dann noch in der Ecke hin? Schade, das wäre schön gewesen, wenn der da noch hingepasst hätte. Aber was soll's. Und dann sparen wir wieder auf unser Lager. So, jetzt Frosch wieder raus. Gut, wir können zuerst noch hier Haken hinmachen. Das sieht jetzt ein bisschen leer aus, aber wir müssen uns ja ein bisschen mit den Produkten vertraut machen halt. Ne? Da guck mal, er ist noch langsam mit der Einräumerei, aber er hat dann genug zu tun. Ich werde dem auch nicht helfen. Ich werde um 3 Uhr die Kasse auf jeden Fall übernehmen in 3 Stunden. Und das sollte eigentlich besser sein. Der Verdienst, der ist jetzt noch nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall Werbung machen. Nicht? Was ich in eurer Abwesenheit noch getan habe, ist Folgendes. Und dazu gehen wir mal ins Lager. Ich habe hier ein drittes Hochregal hingestellt für 20.000. Ne? So, das heißt jetzt, rein theoretisch müssen wir die auch nochmal hier hinstellen. Dann hätten wir genug Ware und die tauschen wir aus, weil die ja nur 120 Lagereinheiten haben. Hier, ne? Nee, warte, wo haben wir hier? 120, seht ihr das? Und die ja haben 420. Aber, ja doch, die müsste ich doch eigentlich da hinbekommen, ne? Rein theoretisch. Wenn ich da 2 verkaufe, müsste ich doch einen da hinbekommen. Das werden wir für die nächste Kohle machen. Ne? Also da werden wir die großen Luftpolster-Dings, wo wir 420 Artikel drauf bekommen. Denn wir müssen jetzt langsam mehr bestellen. Also nur immer 10 bestellen, das ist zwar nicht schlecht, aber wir haben jetzt im Moment, so würde man sagen, just in time. Ja? Das heißt, ich bestelle heute und morgen ist der Artikel da.
Hey, aber ich möchte auch sowas kaufen, gerade wenn Angebote kommen oder so. Was mir natürlich nicht gefällt ist, guck mal, die Lisa steht hier ganz hinten. Gut, die steht jetzt für die Schuhe hier. Aber ich bräuchte Verkäufer, mehr Verkäufer hier. Im Übrigen habe ich die Kasse auch umgesetzt, wie ihr das hier seht. Und hier werden wir uns jetzt nach und nach Gedanken machen, welche Haken wir hier hinsetzen. Aber hier, die Wand werden wir freilassen erstmal. Denn für uns ist erstmal wichtig jetzt, ja, dass der Laden läuft, dass wir Geld machen, Werbung machen und Lager vergrößern. Hey, can you help me? Hey, so, wir können ein bisschen hier helfen noch, weil ich auch meine Dings erhöhen muss, meine Kundenberatung sozusagen. Na komm, ich zeig dir die mal. Sieht vielversprechend aus. Okay. So, ich weiß, dass du den haben willst, ganz sicher. Thanks. So, und ich weiß auch, dass du den brauchst, ganz sicher. Hi, spare Thanks. So, dann nimm den mal. Jetzt haut der ab, oder? So, jetzt gleich ist 3 Uhr, dann muss ich an die Kasse gehen. Hey, have also, a minute. Wir haben hier noch zu wenig Verkäufer, ne? Ihr seht es selber. Und ich halte ja immer noch an meiner Theorie fest, 2 Kassen, ne? Spare 2 seconds. Aber im Moment ist es halt noch nicht nötig. Ihr könnt euch auch mal äußern in den Kommentar. Vielleicht sollte man die Wand hier wirklich mit der einen Wand gleichziehen, damit das ein bisschen größer hier alles spare 2 seconds. Excuse me. Aber die werden gleich alle ankommen. Ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Geld. Also das wird kommen, ganz klar. Und die Kosten, die gehen jetzt exorbitant nach oben mit den ganzen Mitarbeitern, die wir haben. Ne? Müsst ihr gleich mal drauf achten. Ne? Thanks. Schlafanzug-T-Shirts, die gehen aber nicht. Ne? Excuse me. Ich meine, wir werden später so oder so in unserem Laden sämtliche Produkte haben. Ne? Da gibt es nichts. Aber Hi, spare 2 seconds. Aline macht eine Pause. So, da hinten kommt die Dingens wieder. Ne? Thanks. Friederike. Dann mache ich jetzt noch schnell hier die 2 an der Kasse fertig. Kann die Friederike jetzt wieder kassieren? Hey, got a second? So, hier fehlt wieder was. Okay, aber den lasse ich einräumen, den Toni. Weil, wie gesagt, der muss das ja lernen. Ne? Je mehr und je öfter er das macht, desto schneller steigt der nach oben an. Ne? Wie gesagt, irgendwo sehe ich auch meinen Manager-Level. Thank you. Warte mal, wo war das? Nee, auch nicht. Im Übrigen habe ich jetzt rausgefunden, hier, also das sind ja Marketing-Effekte, ne? Also das hier ist unser Marketing-Effekt. Also wir müssen mehr auf Studenten und Arbeiter gehen und da werden wir gezielt Werbung für machen die nächste Zeit. Studenten und Arbeiter, weil wenn ihr euch die Produkte von mir hier anschaut, zum Beispiel den hier, seht ihr, haben die Arbeiter Interesse an so einer Hose und ein bisschen die Studenten halt. Und das könnt ihr hier dran ablesen. Ja, also hier sind die Grünen. Ne, warte mal. Hey. Was habe ich jetzt erzählt? Welche Farbe war das? Grün und blau. So, gucken wir hier in unser Sheet rein. Grün sind Ökologen und blau sind Arbeiter, also für Ökologen und für Dings. Aber ich habe noch eine Dingens, wo ich, also noch ein Passus für Studenten halt. Ich weiß nicht genau, waren das die hier vielleicht? Irgendwie hätte ich da einen Passus. Nee, alles Ökologen und Arbeiter. Aber das macht nichts. Hey, can you help me? Studenten sind unser Dings, weil die Stadt selber an sich hat viele Studenten. Schaut mal. Hier, gelb,
der Kuchen da. Also es ist ziemlich groß. Man müsste jetzt schauen, welche Artikel für Studenten gut geeignet sind. Also wo Gelb vorkommt. Aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel richtig verstehe oder nicht richtig verstehe. Es gibt hier Artikel, da ist überhaupt gar kein Gelb dran. Ne? Hey, can you help me? Seht ihr das? Also vielleicht ist das, heißt das einfach nur gefragt bei den Leuten, aber ich habe hier nirgendwo was, wo ich sagen könnte, okay, ist für Studenten. Gehen wir mal Computer auf. Spare two, thanks. Aber guck mal, die Computer sind jetzt im Angebot, ne? Da ist nichts mit Studenten, gar nichts. Thank you. Also kann das nicht richtig sein, wie ich das hatte. Computer, wir können natürlich auch jetzt langsam umswitchen auf ein Computergeschäft, aber ganz ehrlich, ich finde Klamotten irgendwie interessanter. Und in der nächsten Zeit, ich hatte mit den Entwicklern gesprochen, wird es so sein, dass wir Lebensmittel bekommen. Ach, wir kriegen doch unzählige Produkte. Es ist gerade, läuft die Beta, die ich mir auch anschaue, wo letztendlich denn wirklich, wirklich sich viel im Management-Bereich getan hat. Also die ganzen Menüs wurden bearbeitet und so. Deswegen komme ich auch hier abends immer ein bisschen durcheinander. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist neu. Und wir haben hier jetzt die erste Fassung, ne? Und es entwickelt sich immer mehr. Die Entwickler sind wirklich mit Elan an dem Spiel dran. Und da kommt auch eine ganze, ganze Menge. Hey, can you help me? Guten Tag. So, jetzt ist aber schon Feierabend. Wir haben nicht viel Geld gemacht heute. Wir müssen auf jeden Fall Werbung machen, damit hier mehr Kohle reinkommt. Aber noch haben wir die Kohle nicht dafür. Thanks. Also ihr seht, die ganzen Umbaukosten und das Hin und Her und so, das hat alles immer viel Geld gekostet. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen. Friederike will nach Hause. Ja, dann geh, Fred. Mann, warum? Warum kassierst du die nicht ab, Mann? Wir müssen nachher mal ein Gespräch führen. Wieder Geld liegen lassen auf der Straße. Also das geht so nicht mit meinen Mitarbeitern. Auch hier die ganzen T-Shirts sind gut weggegangen. Ihr seht es. Also es läuft an unserer Lage. Ich würde gerne hier 1, 2, 3, 4, 5.000 investieren, damit wir auf einer geraden Ebene sind. Aber wir schauen erstmal. Ihr seht es hier, die Kosten, die weggehen. Liegen wir bei 40.000 ohne dem, was wir jetzt wieder bestellen müssen. Ja, so große Sprünge können wir noch nicht machen. Ne? So, jetzt gucken wir mal, jetzt gehören wieder mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Auf 5 Leute. Ne? Und die wollen Rabatte haben, aber haben wir nicht. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ja, der Toni braucht wirklich eine. Den lasse ich kommen. Und die Lina braucht eine. Lina und Toni müssen zum Gespräch kommen. Die Friederike lasse ich auch mal kommen, weil, ja, ne? Ihr wisst ja. So, der Toni, was hat der denn jetzt gelernt gehabt? Den hat ich da auf Ausbildung geschickt, ne? Für was hatte ich den denn ausgebildet? Achso, hier für den Nachschub. Okay, komm, den Toni lasse ich jetzt erstmal kommen. Da hätte ich auch hier drüber machen können. So, Toni, komm mal, dann gucken wir erstmal, wie viel Kohle du kriegst mittlerweile. Ah, du kriegst schon verdammt viel Geld, ne? Okay, dann hätten wir den schon mal abgearbeitet. So, wer war das noch? Die Lina wollte mehr Kohle haben, ne? Guck mal, Lina, ja, die haben wir ja auch losgeschickt gehabt. Für den Verkauf und Kasse ist die gute. Lina kriegt richtig viel Geld. Ja, Lina, dann komm mal zum Gespräch. Ich krieg jetzt bestimmt über 200 Münzen. Pass mal auf. Da ist die schon. Boah. Okay, dann haben wir die. Aber dann werden wir die nicht weiter ausbilden, die Lina. Also, das, boah, kann ich mir gar nicht leisten, ne? Wobei Marketing hat die auch noch, da brauche ich nicht. Ich brauche die denn nur noch für den Verkauf. Wenn der Verkauf fertig ist, habe ich die fertig. Die. So. Jetzt müssen wir weiter schauen. Wer hat noch ein Sternchen? Gibt es da noch einer mit Sternchen? Nee.
Wer wollte jetzt einen freien Tag noch haben? Wer war das? Die Frederike, glaube ich, wollte einen freien Tag haben und die Eileen. Okay, dann geben die bei den beiden einen freien Tag. Wir können auch zwei haben, weil wir haben jetzt so viele. Dann geht die Frederike mal, freier Tag. Und die Eileen, freier Tag. Sehr gut. So, dann geht die... Die Lina muss da Dings weitermachen, ne? Warte, die Lina ist noch keine Verkäuferin, ne? Komplett ausgebildet, oder? Ne, die muss eigentlich in den Verkauf gehen. Habe ich denn sonst... Dann kann der Ton... Ne, warte mal, der Toni musste da auch irgendwas lernen, ne? Was war der Toni denn am Lernen? Toni ist Verkauf. Den haben wir ja im Nachschub, sehe ich gerade. Ja, wieso? Der hat doch... Ach, den müsste ich auf die Schule schicken. Kurs schon genommen. Das jetzt bin ich total raus. Ich brauche hier jemanden für die Kasse, ne? Wen kann ich... Kann die Christine an der Kasse? Kirsten. Ja, die ist nur für den Verkauf wieder. Ich habe keinen für die Kasse, sehe ich gerade. Ja, dann muss die Lina heute an die Kasse gehen. Das nutzt nichts. Lina geht an die Kasse. Zack. Lina ist Kasse. Die Kirsten geht in den Verkauf. Der Toni geht in den Nachschub. Die Lisa geht in den Verkauf und der Marco, ne, den einer könnte ich frei machen. Dann pass mal auf, dann kriegt der Toni heute frei. Ne, der Toni kriegt heute keinen frei, der Toni geht auf einer Schulung. Der Toni geht auf einer Schulung. Zack, und zwar geht er hier hin zur Schule. Dann ist der Toni nämlich heute nicht da. Und der Mario kommt dafür und macht den Nachschub. So, dann haben wir doch jetzt die Planung, ne? Gut, dann haben wir den beiden auch freigegeben. Ja, alles abgearbeitete löschen. Dann bestellen wir jetzt erstmal unser Mindestbestellwert noch schnell. Na, so wollte ich es nicht machen. Von Minimalbestellungen, also 118 Artikel, das geht eigentlich. Viel Kohle haben wir auch nicht mehr. Zack, bestellen wir. Dann haben wir das Lager wieder voll und arbeiten uns jetzt so ein bisschen hoch. Also wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch Werbung machen. Das muss sein jetzt. Also Werbung muss jetzt immer laufen. Und zwar nehmen wir die Ökologen, haben wir gesagt. Für Hemden. So, und zwar 3 Tage. Wo kann ich hier? 3 Tage. So, und dann haben wir gesagt, brauchen wir für die Arbeiterklasse. Nehmen wir da Hosen, ne? Weil die bewerben wir jetzt ganz massiv. Ebenfalls auch 3 Tage. So, hat uns jetzt richtig viel Geld gekostet, aber wir haben jetzt 3 Tage gut Werbung. Und in der nächsten Folge sehen wir denn, ob wir wirklich richtig liegen oder nicht. Seht ihr, wenn bei uns das Licht an der Kasse geht. Oder so ähnlich. Und dann, wie gesagt, widmen wir uns langsam wieder unserem Lager. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Tschüss, ciao und bye bye.